Ich würde euch gerne ein bisschen was über das Skinhead-Projekt erzählen. Kam eigentlich dazu, ich wurde vor einem Jahr mal gefragt, könntest du einen Vortrag über Skinhead halten? Habe ich gesagt, ja, wenn ich Zeit dazu finde. Ja, inzwischen hat es geklappt, damit ihr Zeit findet. Und was ich euch gerne erzählen würde, ist grundlegend mal, warum eigentlich Skinhead? Und warum nicht Tor oder andere für Pressefreiheit? Das zweite, was kann Freenet denn heute? Weil normalerweise, ich kenne es so, wenn ich mit Leuten rede, über Freenet ist so die Ansicht, ja, also Freenet gab es mal vor einer Weile, es war langsam und man konnte damit Dateien hochladen und also wieder. Hat sich da inzwischen einiges getan in der letzten Zeit und dann will ich am Ende noch ein bisschen auf die Technologie eingehen, warum es eigentlich funktioniert. Wenn euch irgendein Thema zu langwierig wird oder sonst was, sagt einfach was. Ich kann prinzipiell alles auf jeden Slide auf so 5, 6 Wörter abkürzen. Muss ich aber nicht. So, also das erste, warum eigentlich Freenet und auch der Grund, warum ich überhaupt bei Freenet dabei bin. Das Zitat hier war mal relativ bekannt, wurde 1995 von Mike Godwin gesagt und ist sozusagen das Gründungszitat von Freenet geworden. Das ist, I worry about my child on the internet all the time, even though she's too young to have logged on yet. This is what I worry about. I worry that in 10 or 15 years from now, she will come to me and say, Daddy, where were you when they took freedom of the press away from the internet? Das Zitat hat mich damals schon berührt. Heute, wo ich selbst Kinder habe, erwischt es mich noch viel mehr. Also ich schaffe es auch nicht, das auszusprechen, ohne feuchte Augen zu kriegen. Das ist im Endeffekt der Grund, warum es Freenet gibt, um Pressefreiheit im Internet wieder zu ermöglichen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ist nicht so wichtig, weil gibt es ja eh, mal vor 2012 auch in jeder Zeitung gesehen. Letztes Jahr hat sich das aber doch schon geändert. Also Snowden-Leaks haben es publik gemacht und das war der Punkt, bei dem ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist es ernst. Groglaw war eine große Informationsseite, ich weiß nicht, kennt irgendjemand sie nicht? Groglaw? Okay. Groglaw war eine große Informationsseite, die Prozesse begleitet hat, also gerade Tauschbörsenprozesse kritisch begleitet hat, auch immer wieder Informationen geleakt hat, die von anderen Zeitungen interpretiert wurden. Hatte immer anonyme Quellen und aus irgendeinem Grund sehr gute Informationen über Hintergründe, über Korruption, die da im Spiel war und so weiter. 2013 wurde diese Seite geschlossen. Mit dem Auszug des Artikels habe ich hier, es wurde ein Artikel geschrieben, warum die Seite geschlossen wird. Das ist der Auszug, der mich wirklich erwischt hat. There is now no shield from forced exposure. The foundation of Groglaw is over, the internet is over. Ich saß vor dem Artikel und habe da dann auch angefangen, nicht mehr nur Freenet am Laufen zu haben, sondern mehr für Freenet zu machen. Weil im Endeffekt wurde hier gesagt, es gibt keine Pressefreiheit mehr. Es ist nicht mehr möglich zu berichten, wenn es starke Interessen gibt, die dagegen sind. Weil es möglich ist, jeden, der irgendetwas veröffentlichen will, zu de-anonymisieren. Ähnlich zum Beispiel der Grund, warum ist Snowden denn aus den USA ausgereist? Hätte der nicht einfach seine Sachen veröffentlichen können und dann da bleiben? Hätte er eben nicht, weil sie hätten ihn gefunden. Die hätten E-Mail-Logs gehabt, die hätten gewusst, wann er wo unterwegs war und irgendwann hätten sie ihn gehabt und dann wäre er wahrscheinlich ohne viel Aufregung verschwunden und die Informationen, die er hatten, hätten nie die Aufmerksamkeit gekriegt, die sie so haben. Jetzt die Frage, warum macht man dann noch was? Und der Punkt ist, dadurch, dass Snowden was veröffentlicht hat, hat sich eine ganz wichtige Sache geändert. Wir haben jetzt Öffentlichkeit. Im Endeffekt weiß jetzt die Öffentlichkeit, da ist was schiefgelaufen und es wird auch nicht mehr angezweifelt. Es ist nicht mehr so, dass wenn man zu einer Zeitung hingehen würde und sagen, hey Leute, ich habe einen Tor-Server am Laufen und ich bin überwacht worden und ich habe hier einen Beweis dafür, dass dann sozusagen Panorama sagt, ich Aluhelmträger oder sonst was, sondern die sagen dann, oh, das ist ein Artikel. Und dann kommt dieser Artikel. Und die Artikel kommen seit einem Jahr immer wieder. Das heißt, dadurch, dass Snowden letztes Jahr veröffentlicht hat, hat es uns nochmal Zeit gegeben, wieder was zu ändern. Weil ich meine, 1995 haben wir gedacht, hey, es ist ein Scheideweg. Wir haben entweder ein freies Internet oder wir haben Vollüberwachung. 1999 wurde Freenet gegründet. Das ist hat man gedacht, hey, jetzt kriegen wir das hin. Und 2001 war der 11.9. und dann wisst ihr, wie es mit den Gesetzen in den Bach runtergegangen ist. Es hat dann halt bis 2013 gedauert, bis jemand den Mut gefunden hat, auch aus der Überwachungsmaschinerie zu sagen, wir müssen da was ändern und dafür gebe ich mein Leben im Endeffekt.
Projekt auf. Und das gibt uns aber die Möglichkeit, noch was zu machen. Wir haben jetzt nämlich Öffentlichkeit. Tor-Projekt hat Öffentlichkeit, andere Anonymitätsprojekte haben Öffentlichkeit und werden jetzt auch in Medien gebracht. Und deswegen halte ich auch den Vortrag, weil ich hoffe, dass wir wieder was ändern können, dass wir eine Chance haben. Weil die letzten Jahre sah es doch sehr düster aus. Und jetzt die Frage, wie passt Freenet da rein? Und das ist meine Ansicht dazu, dass Freenet wirklich der technische Teil der Lösung zur Pressefreiheit im Internet ist. Das ist eine relativ starke Aussage, der technische Teil. Und um das zu begründen, würde ich ganz gerne kurz auf die anderen Projekte, die wir zurzeit haben, eingehen. Wir haben zurzeit Tor und andere Transportprojekte, mit denen kann man anonym ein Paket von Punkt A zu Punkt B bringen. Das heißt, man kann teilweise kommunizieren, aber es ist immer so, dass irgendetwas online sein muss, zum Beispiel man braucht einen relativ starken Server, auf dem Sachen gehostet werden können, der natürlich abgeschossen werden kann, wenn jemand einfach nur genug Rechenleistung, also Netzwerkleistung zur Verfügung hat. Und wenn man diese Server hacken kann, was auch schon passiert ist, dann kann man auch wieder Benutzer de-anonymisieren. Und sei es nur, dass man guckt, wann greift wer drauf zu und wann ist der aktiv gewesen im Vornetzwerk. Das heißt, durch Statistikansätze ist es möglich, sehr viele Nutzer wieder zu erwischen. Oder halt einfach die Server offline zu bringen. Also zum Beispiel, es gab einen Schwarzmarkt, BlackRock in Market. Der wurde offline genommen, weil sein Server einmal die echte IP im E-Mail-Header drin hatte. Und dann wurde halt einfach getestet, ist es der in Wirklichkeit, wenn der hätte es ja auch fälschen können. Was sie dann gemacht haben, sie haben sich den anonymen Dienst angeguckt, also den Hidden Service, und haben geschaut, jetzt dosen wir mal den Server, der in der IP drin stand, dann war der Hidden Service weg. De-anonymisiert. Vollständig bewiesen. Und das ist mit Tor halt leider immer noch möglich. Es steht immer irgendwo ein echter Server. Und diesen Server kann man angreifen, damit auch die Benutzer des Servers. Ansonsten, es gibt schon Lösungen dazu, dezentrales Hosting. Da gibt es zum Beispiel Tahoe LaFS aus dem I2P-Projekt und es gibt jetzt ein relativ neues MadeSafe. Was die ermöglichen, ist, dass man dezentral hostet, auch mit Anonymität. Das Problem ist aber, der was hochladen will, muss im Endeffekt dafür bezahlen. Entweder er muss Ressourcen zur Verfügung stellen oder er muss halt irgendwie dann anonyme Dienste anmieten. Problem ist, wenn jemand was zu veröffentlichen hat, das wirklich wichtig ist und bei dem er nicht gesehen werden will, dann hat er nicht die Möglichkeit, dass er Ressourcen zur Verfügung stellt. Weil sobald er Ressourcen zur Verfügung stellt, wird man sichtbar. Es ist also genau für Pressefreiheit nicht wirklich tauglich. Ansonsten, es gibt reine Messaging-Dienste, mit denen kann man kommunizieren. Aber wenn ich veröffentlichen will, dass es viele erreicht, müsste ich es schaffen, dass es dann bei ganz vielen Leuten wieder weitergeleitet wird. Und das wird dann wieder ineffizient. Ansonsten gibt es reine serverbasierte Sachen, zum Beispiel Guardian hat entwickelt Secure Drop, mit dem sich dann Leute über Tor verbinden sollen und dann da Dokumente ablegen. Und das hat eben genau die Probleme, die man über das Tor-Netzwerk kriegt. Man kann es dosen, man kann die Leute anonymisieren und auch sonst nicht wirklich anonym was veröffentlichen, ohne dass man riesige Infrastruktur dahinter braucht. Was es sonst noch gibt, es gibt MooNet. Das hat grundlegend keine großen Probleme. Es ist größtenteils ein File-Sharing-Dienst, das heißt, man kann Dateien suchen und ist nicht auf Veröffentlichung ausgerichtet. Aber wenn es ein Projekt gibt, wo ich sagen würde, ja, das kann was Ähnliches, dann wäre es GNU-Net. Also falls Freenet morgen abgeschossen werden sollte und alle Entwickler sterben, dann ist GNU-Net eine gültige Alternative. Ansonsten ist es halt eher auf File-Sharing ausgerichtet und noch viel akademischer. Und mit akademisch meine ich, dass es die großen Probleme angeht und dann nicht benutzbar ist. Also man installiert es sich und versucht es dann zu verwenden und merkt, funktioniert leider nicht so, dass man es normal mit seiner Hand drücken könnte und damit kann es kein Journalist nutzen. Jetzt was Freenet bietet, es bietet stabile Pseudonyme, man lädt irgendetwas hoch, man kann später wieder was hochladen und nachweisen, es bin immer noch ich, also es ist immer noch die gleiche Person. Dann wurde eine Methode zur Spam-Resistenz entwickelt, über ein Web of Trust, die wirklich funktioniert. Also das war was, das mich eigentlich am meisten überrascht hat, dass sie funktioniert. Man kann veröffentlichen, es gibt inzwischen verschiedene Forendienste und es gelingt, Spam zu vermeiden, obwohl die Leute anonym sind. Man kann seine Identität anlegen, niemand weiß, wer man ist und wir hatten nochmal ein Forensystem, das nicht anonym, das nicht spam-resistent war und das ist gestorben. Irgendwann haben Leute realisiert, ich bin anonym. Das heißt, ich kann unendlich viel trollen, das kann mich niemand aufhalten. Hat auch geklappt, das Forensystem ist tot. Also deswegen gibt es das Web of Trust.
dazu gibt es inzwischen einiges an Anwendungen, also zum Beispiel spam-resistente Forensysteme, Microblogging und ähnliches, mit dem man über Freenet kommunizieren kann. Und was es eben zum Veröffentlichen bietet, ist das Offline-Hosting, von dem ich gesprochen habe. Man geht rein, man lädt was hoch, man nimmt seinen Rechner wieder raus und es bleibt im Netz. Die Dateien werden zerhackt, werden auf den Rechnern der Leute, die mit teilnehmen, zwischengespeichert und andere können darauf zugreifen. Und das Zweite, man hat natürlich eigentlich begrenzten Speicherplatz. Wie Freenet es löst, ist, man sagt, es gibt eine begrenzte Lebenszeit, in dem einfach, wenn was Neues hochgeladen wird, die alten Dateien überschrieben werden, zufällig. Wenn aber jemand auf was zugreift, dann wird es wieder geheilt. Das heißt, die Dateien liegen mit 100% Redundanz vor. Es muss also die Hälfte der Daten, die hochgeladen wurden, müssen weggeschossen werden. Und wenn, sagen wir, noch drei Viertel da sind, man lädt es runter, wird sie komplett wieder hochgeladen. Beziehungsweise die Funktion heißt Maybe Re-Upload, also mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wieder hochgeladen. Vorteil davon, Webseiten bleiben verfügbar, solange Leute sich dafür interessieren. Wenn sich niemand dafür interessiert, verschwindet es einfach. Und anderer Punkt, es gibt seit 1999, seit 2000 funktioniert es. Also in immer besseren Definitionen von funktionieren. So, der zweite Punkt ist, ich habe gesagt, es ist die technische Lösung. Es ist gleichzeitig aber auch die technische Lösung. Das heißt, es ist nicht die politische Lösung, die wir auch brauchen, weil technisch könnten wir noch so tolle Lösungen haben. Im Endeffekt, alle Systeme wären tot, wenn irgendjemand sagen würde, also dass Rechner sich untereinander verbinden und verschlüsselt Daten austauschen, verbieten wir. Man kann Verschlüsselung verbieten, es geht. Man kann sagen, jedes System muss durch einen Regierungsfilter laufen und wenn es nicht den Vorgaben entspricht, dann wird es einfach verworfen. Technisch alles möglich, ist zwar ein blödes System, aber würde gehen. Was die technischen Maßnahmen stattdessen machen, ist, sie bieten einen Hintergrund, hinter dem Politiker arbeiten können, hinter dem wir zum Beispiel sagen können, hey, wir wissen, da ist jemand gegen Überwachung. Wir können ihm sagen, so und so viele Leute benutzen dieses Verschlüsselungssystem, können anonym veröffentlichen, ihr könnt das verbieten, aber der Kollateralschaden, wenn ihr das tut, heißt, dass ihr auch so viel vom westlichen Internet abschließen müsst. Wenn wir nur E-Mails schicken, dann kann man das leicht zensieren. Dann sagt man einfach, E-Mails werden nach Schlüsselwort verworfen. Aber wenn 20% der Daten über das Internet verschlüsselt laufen und es normale Anwendungen sind, die Leute einfach verwenden, dann müsste man diese ganzen Anwendungen abschließen. Und einige der Anwendungen sind halt einfach notwendig, also zum Beispiel mit der Bank kommuniziert, ist immer, dass es schon verschlüsselt läuft. Und das heißt, wir geben Leuten, die keine Überwachung wollen, ein Werkzeug in die Hand, dass sie sagen können, wenn ihr diese Netzwerke stoppen wollt, kostet das 100 Milliarden. Dafür wollen wir unsere Steuergelder nicht verschwenden. Und damit haben sie was in der Hand, mit dem sie die Leute überwachen wollen, im Endeffekt klein halten können. Wir können dafür sorgen, dass jemand, der sagt, wir müssen jeden überwachen, wir wollen wissen, was jeder kann. Damit brauchen wir ein Mittel, dass wir sagen können, nein, das ist dumm. Ich meine, gesellschaftlich gesehen weiß man, es ist dumm, aber es ist nicht so, dass alle Politiker auch gesellschaftlich dumm hören. Und das heißt, es gibt uns eine Handhabe, oder beziehungsweise es gibt denen, die politische Arbeit eine Handhabe. Das andere, für die aktuelle Situation, es gab einen sehr schönen Vortrag von Constanze Kurz, bei dem sie gesagt hat, okay, verwendet einfach Verschlüsselung. Wir haben uns nämlich mal angeguckt, was die NSA an Methoden verwendet. Und wenn 10% der Leute verschlüsseln, dann bricht denen alles zusammen. Weil das, was sie machen, einfach nicht hochskaliert auf, wir müssen alles entschlüsseln. So, praktisch gesehen, ich habe jetzt viel dafür gesagt, wofür ist Freenet jetzt gut und was kann es. So sieht es aus. Das ist im Endeffekt eine Webseite, die auf einem lokalen Rechner läuft. Normalerweise Port 8888. Auf der man dann hier auf der rechten Seite die Lesezeichen sieht, das sind Seiten, die ich mir gespeichert habe, da kriege ich Informationen, wenn die aktualisiert werden. Und links ist jetzt, dass man halt erstmal Browsing sieht, man die verschiedenen Lesezeichen, die man angelegt hat, oder kann ich in den Schlüssel direkt reingehen, dann kann man Sachen hochladen, runterladen. Man kann sich ganz wichtig zu Freunden verbinden, das sind Leute, die ein Freenet auf ihrem Rechner laufen haben und die sagen, ich kenne dich, unsere Rechner verbinden sich. Wenn man das macht, hat man eine Verbindung, bei der nicht mit zufällig irgendwem verbunden wird, sondern mit jemand Vertrautem. Und wenn jetzt, sagen wir, irgendwie Überwachungsfirma für ihn überwachen wollte, wenn man nicht mit Freunden verbunden ist, könnten wir sagen, wir gucken einfach, dass wir immer mehr Leute versuchen, mit deinem Rechner zu verbinden. Und wenn wir alles sehen, was von dir kommt und was du ins Netz reinlädst und was du runterlädst, dann wissen wir, was du machst, weil wir können angucken, was alle anderen außenrum haben. Wenn man sich dagegen anguckt, wenn derjenige, sagen wir, vier Freunde hat, denen er halbwegs vertraut,
Muss noch nicht mal sein, dass er dem vertraut, dass sie lieber sterben, als sie dem Rechner rausgeben. Sondern es reicht eigentlich, dass er denen weitgehend vertraut, dass sie sagen, wenn mein Rechner konfisziert wird, sage ich dir Bescheid. Dann ist es viel, viel schwerer, jemanden zu kriegen. Weil wenn man dann rausfinden will, wer was veröffentlicht hat, muss man wirklich die Leute, die er kennt, korrumpieren. Man muss entweder deren Rechner aktiv hacken oder ähnliches. Das heißt, das ist eine Funktion, die wird bisher noch zu wenig verwendet, weil sie ein bisschen umständlich zu benutzen ist. Aber sie ist für die Zukunft, dass man ein wirklich sicheres Netz hat, essentiell. Und das zweite Diskussion, das ist im Endeffekt nur die Information, wie man sich die verschiedenen Foren freischalten kann. Und darunter kommen dann Statistiken und dann geht es ungefähr bis hierhin weiter. Aber ich wollte was auf dem Slide machen und das ist dann umständlich, wenn ich es komplett mache. Normalerweise, also ich habe es bei mir auf einem kleinen Heimserver laufen, das heißt, das da wird bei mir der Rechnerstart ausgeführt. Ich leite mir den Port weiter und dann komme ich auf FreeNet, obwohl es nicht auf meinen lokalen Rechner wird. So, dann. Frage, wer entwickelt das Zeug eigentlich? Aktuell haben wir zwei Teilzeitentwickler, ist ein bisschen übertrieben, zwei Leute, die ungefähr, sagen wir, 5 bis 6 Stunden die Woche dafür bezahlt werden, dass sie es machen. Der eine würde auch mehr für bezahlt, arbeitet aber halt dann, wenn er sagt, hey, ich bin wirklich fit. Während der andere früher, bis vor einem Jahr, Vollzeit entwickelt hat und inzwischen gesagt hat, also vor einem Jahr gesagt hat, ich weiß, vielleicht würde irgendwann verboten werden, oder zumindest denkt er, es würde irgendwann verboten werden. Und wenn es verboten wird, dann will ich eine Alternative haben, hat sich bei Cambridge eingeschrieben und arbeitet jetzt nur noch im Sommer dran. Also in Sommerferien. Ansonsten haben wir noch ungefähr ein Dutzend andere Entwickler, die aber halt alle in Freizeit entwickeln, also auch so zwischen 2 und 20 Stunden die Woche. Einige Leute sind anonym dabei. Das sind eigentlich die wichtigsten, weil die Leute könnten es weitertragen, wenn irgendwann mal was verboten werden sollte. Und wir kommunizieren meistens über IRC oder über die anonymen Forensysteme in Freenet. Bild rechts, ich glaube den linken erkennt ihr. Ansonsten der zweite von links ist Toad, das ist der Hauptentwickler von Freenet, also der ist vor einem Jahr Hauptentwickler von Freenet. Die dritte ist Leuchtkäfer, sie war letztes Jahr Google Summer of Code Studentin. Und der vierte ist Sticker, er ist im Endeffekt unser Statistiker. Und das ist das einzige Bild, das ich habe, das irgendwie läuft von Freenet Zeit, deswegen habe ich das genommen. Weil sonst haben wir keinerlei Bildmaterial, mehr als ein von uns gleichzeitig hat. Ja, aber das ist doch gefährlich, wenn das hier, sag ich, das geht ja auch. Und das ist völlig okay. Das Bild ist im Endeffekt öffentlich, wir kennen uns, wir reden im IRC öffentlich. Also, okay. Das sind jetzt keine Leute, die anonym sind. Ich hätte kein Bild von anonymen Leuten. Nee, klar. So. Aktueller Zustand, also. Normalerweise hätten wir gesagt, FreeNet ist, naja, funktioniert relativ gut, weil man kann Dateien hochladen, runterladen, Webseiten angucken, ist es halt viel langsamer als Internet. Der Tweet ging gestern aus, nein, vorgestern wurde geschrieben, wo wir sehr überrascht waren, weil es halt jemand war, der längere Zeit kein FreeNet verwendet hat und dann mal geguckt hat, wie ist es denn jetzt. Und plötzlich funktioniert es halt deutlich besser als vorher, wir haben es nicht gemerkt, weil wir waren die ganze Zeit dabei und dann sieht man halt nur so die inkrementellen Schritte. Ein Grund dafür, was wir vermuten, ist, dass wir an der Struktur gearbeitet haben. Das hier sind unsere internen Statistiken. Intern ist gut, es ist auf einer Webseite in FreeNet und wird halt regelmäßig aktualisiert. Und was geguckt wird, ist, wenn ich was hochlade, wie lange ist es noch verfügbar, wenn jemand drauf zugreift. Das hier war so 2013. Wir hatten ungefähr 1 bis 2 Wochen. Ich lade was hoch, nach 1 bis 2 Wochen ist es nicht mehr zugänglich, es sei denn, Leute greifen drauf zu. Ging relativ lange so und wir wussten aber, die Struktur vom Netzwerk ist nicht so ganz perfekt. Wir wussten aber nicht genau, warum es funktioniert hat. Also wir wussten eigentlich, so wie die Struktur ist, dürfte es nicht funktionieren, aber es tut. Deswegen wollten wir jetzt keine größeren Änderungen machen, weil wenn man was, wenn man nicht versteht, warum es funktioniert, ändert, dann funktioniert es meistens danach nicht mehr. Inzwischen haben wir es mathematisch einerseits so weit hingekriegt, zu sehen, warum, auch weil ein Paper dazu rauskam, die mal dann größere Messungen gemacht haben und das sagen konnten, also eigentlich macht ihr Random Routing und gar nichts mehr gehört, wie es bei FreeNet eigentlich gesagt wird, was es tut. Stimmte. Und zweitens, wir würden das vorschlagen. Also, und dann haben wir uns angeguckt, was sie machen, haben gemerkt, ja, das hatten wir auch schon so in der Kiste und haben uns nicht getraut, das zu machen. Und haben es dann mal etabliert, und zwar bei hier. Ihr seht die Leistung, wie sie abfällt, da haben Leute angefangen, ihr FreeNet zu patchen. Und zwar größtenteils Leute, die sehr schnelle Verbindungen hatten und haben ihren Knoten parasitär gemacht. Das heißt, sie haben nur noch ihre eigenen Anfragen weitergeleitet und die von anderen haben sie ignoriert. Was so viel heißt, wie sie haben das Netz immer wieder ausgebremst und sobald die anderen gemerkt haben, dass die einfach alles ausbremsen, haben sie aufgehört, über sie zu routen, dann ging die Leistung wieder hoch
dann ist der Schutzmechanismus wieder weggegangen und dann war es wieder unten und so haben wir schöne Oszillationen, die dafür sorgten, dass es teilweise eine Woche dauerte, was hochzuladen. Also haben wir uns gedacht, jetzt ist es kaputt, jetzt machen wir was. Und das ist das Ergebnis davon, wir haben jetzt endlich eine sinnvolle Struktur und die Lebenszeit von Dateien liegt jetzt bei 2 bis 4 Wochen. Also 2 Wochen kann ich sicher sagen, 4 Wochen kann ich noch nicht sagen, weil wir dafür noch auf bessere Statistiken warten müssen. Also die Änderung wurde jetzt gerade im August, dann 9. August ist sie live gegangen und seitdem laufen halt unsere Statistiken, bis wir endlich sehen, ob es wirklich langfristig hilft. Und es sieht bisher sehr gut aus. So, Zusammenfassung erstmal über Freenet. Freenet liefert die essentiellen Features, die man braucht, um Pressefreiheit im Internet zu haben. Und wenn wir technisch eine Lösung finden, über die es sehr schwer ist zu zensieren, sehr schwer ist zu überwachen auch, können wir den politischen Kampf für Überwachung gewinnen. Und letztes, Freenet wurde 2000 geschaffen und wird seitdem wirklich immer besser. So, aber jetzt habe ich immer noch über den Hintergrund geredet. Kommen wir zu dem Teil, was man damit machen kann. Also praktische Anwendungen. Kurzform, man kann Dateien hochladen, man kann Webseiten hochladen, man kann Nachrichten austauschen, die von außen nicht zu sehen sind. Man kann anonym drüber programmieren. Wir haben es sogar so weit, dass man eine Pull-Request drüber laufen lassen kann, auch wenn die nicht immer zuverlässig sind bisher. Das braucht noch Feinschliff, wie viele sind Freenet. Man kann E-Mails drüber schicken, bei denen man nicht sieht, wer mit wem kommuniziert hat, sondern nur sieht, dass der andere angesprochen wurde, aber nicht von wem. Und es wird dann im Endeffekt ein geheimer Kanal ausgehandelt zwischen den zwei Leuten, die kommunizieren wollen, und man sieht dann auch nicht, ob die weiter kommuniziert haben. Man hat Microblogs im Stil von, der Entwickler sagt im Stil von Facebook, ich würde sagen im Stil von Twitter. Im Endeffekt ist es ein ähnliches System, bei dem man relativ einfach veröffentlichen kann, kommentieren und so weiter. Es gibt über Web of Trust dabei eine wirkliche Spam-Kontrolle und wir haben Foren, über die auch dann diskutiert wird. Um das praktisch zu zeigen, Dateien hochladen sieht so aus. Man geht einfach auf File Sharing, Upload a File, man kann sich dann entscheiden, will ich einen Schlüssel nehmen, der vom Dateinhalt abhängt, das ist der Canonical Key, oder will ich einen zufälligen Schlüssel machen. Der Canonical Key ist praktisch, wenn mehrere Leute was hochladen wollen oder wenn jemand sagen will, ich lade deine Datei wieder hoch. Wenn man dann einen kanonischen Schlüssel genommen hat, dann ist sie wieder verfügbar. Wenn man zufälligen genommen hat, dann ist die Datei halt nicht wieder verfügbar, sondern die Seite ist tot. Der Nachteil ist aber am kanonischen Schlüssel, wenn jemand anders weiß, was ich hochladen werde, und ich lade es so hoch, dann kann er gucken, also dann kann er vorberechnen, welche kleinen Stückchen davon ins Netz geschickt werden. Und dann kann er sehen, hey, ich habe jetzt eins von der Datei gesehen, jetzt fange ich die Suche an, von wem kam es, dann springe ich auf den, von dem es kam und nähere mich so der Quelle an. Und gerade wenn es eine größere Datei ist, wäre es damit möglich, den, der sie ins Netz gerade stellt, aufzuspüren. Deswegen, wenn man irgendwas hochlädt, bei dem man wissen könnte, was es ist, sollte es immer mit einem zufälligen Schlüssel hochgeladen werden, der auch noch zusätzlich den Vorteil hat, dass man dann unter dem gleichen Schlüssel noch mehr Dateien hochladen kann und Leute wissen, dass es von der gleichen Person kommt. Wenn man Dateien hochladen kann, kann man sie auch einfach als Webseiten hochladen. Die werden im Endeffekt als Tarballs hochgeladen und werden dann sozusagen als ein Paket runtergezogen und als Seite dargestellt. Vereinfachte Version. Das ist jetzt die Liste von Webseiten, die aktuell so zur Verfügung stehen. Das sind die neuesten, die gerade hochgeladen wurden. Wir haben im Endeffekt einen Index, auf dem jemand, den man nicht weiß, wer es ist, alles sammelt, was es gibt. Ein Schlüssel für eine Seite sieht ungefähr so aus. Wir haben einen sehr langen Hash eines Public Keys und dahinter den Namen der Seite und dann die Revisionsnummer. Jedes Mal, wenn hochgeladen wird, wird die Revisionsnummer um 1 erhöht. Womit sichergestellt wird, dass man überhaupt hochladen kann. Wenn nämlich wenn der gleiche Name hochgeladen werden sollte, könnte es zu einer Kollision kommen, weil der Freenet Store im Endeffekt immutable ist. Das heißt, was man hochlädt und man versucht nochmal hochzuladen, kann einfach ein Fehler werden. Und deswegen wurde die Revisionsnummer eingeführt und erkennt auch automatisch mal die USK, das heißt ein Update-Subspace Key, das heißt aktualisierbar, dann guckt er automatisch, welches die neueste Version der Seite. Vorteil, man kann auf ältere Versionen zurückgehen. So, ein paar Informationen, wie man Seiten veröffentlichen kann. Es gibt mehrere Free-Seiten, die sie erklären. Das ist meiner Meinung nach die schönste. Ich stelle mich vielleicht mal auf die andere Seite. Ja, besser. Es gibt
zwei Hauptwerkzeuge dafür. Es gibt JSON in Java geschrieben, mit grafischer Oberfläche, und es gibt FreeSite Manager, an dem ich auch mitentwickelt. Mit denen werden im Endeffekt dann, man hat einen Ordner mit HTML-Dateien, und sie werden so zusammengestellt, dass sie möglichst effizient definiert hochgeladen werden können. Und man hat solche Sachen wie, aktualisiere einfach die Seiten, die sie aktualisiert haben, und dann werden sie hochgeladen. Macht es also relativ praktisch. Ein Unterschied zum normalen Netz, da die als Tabak hochgeladen werden, ist, wenn man so einen Active Link nimmt, das ist zum Beispiel dieses Bild, wenn man im Endeffekt ein Banner anfügt und das dann auf anderen Seiten gezeigt wird, ist das nicht nur eine Werbemaßnahme, dass die Leute wissen, oh, so sieht die Seite ungefähr aus, sondern es wird gleichzeitig der gesamte Container, der gesamte Tarball, in dem die Seite ist, vorgeladen. Das heißt, wenn man dann auf diesen Link klickt, ist die Seite sofort da, weil eben das Bild geladen wird und damit auch alles außenrum. Was eine Optimierung ist, die notwendig ist, weil es ansonsten bis zu 10, 15 Sekunden dauern kann, bis eine kleine Seite da ist, und wenn man die Optimierung mit drin hat und schon ein bisschen vorgeladen wird, geht es schon auf eine Sekunde runter. Immer noch langsamer als Netz, aber das ist halt wie der Preis von Anonymität. So. Es geht auch einfacher, also man muss nicht einen Ordner selbst anlegen, es gibt Plugins, hier gibt man einfach Titel ein, kurze Beschreibung und dann den HTML-Code, den man haben will, und es wird hochgeladen und dann vom Plugin selbst verwaltet. Man kann das Ganze auch als Weblogs führen, gibt es auch ein Plugin für, dass es im Endeffekt ein Weblog-Interface gibt und man Daten veröffentlichen kann. Und eine Sache, die jetzt durch diese Freund-zu-Freund-Verbindung kommt, die man sonst sehr schwer findet, ist wirklich vertrauliches Austauschen von Nachrichten. Hier habe ich jetzt gescherzt, weil hier stehen die Namen von den Leuten drin, mit denen ich verbunden bin. Und das ist zwar im Endeffekt bei den Leuten, die jetzt hier auch unter dem schwarzen Meer relativ bekannt, dass ich mit denen verbunden bin, weil ich es in Freenet entwickle. Aber ich denke, es ist trotzdem eine gute Praxis, sie auszuschwärzen. Vorteil ist, hier werden Nachrichten verschickt und sie verstecken sich im Endeffekt in der Kommunikation, die Freenet-Knoten eh untereinander haben. Das heißt, man kann von außen nicht sehen, ob und wann und was verschickt wurde. Ist zum Beispiel sinnvoll, man hat eine Datei hochgeladen und will jetzt den Link mit Freunden teilen, und wenn man das jetzt über normale Sachen machen würde, also über verschlüsselte E-Mail oder vielleicht Jabber mit OTR oder ähnlichem, da wäre zu sehen, jetzt kommunizieren sie. Und wenn man dann relativ stark Freenet überwachen würde, könnte man als nächstes sehen, sie haben gerade kommuniziert und jetzt hat jemand auf einen von den Dateischnipseln, die verteilt wurden, auf einen von denen zugegriffen. Und dann kann man auch wieder versuchen herauszufinden, wer da jetzt das war. Und hier hat man wirklich vertrauliche Kommunikation unterhalb von Leuten, halt, die sich schon kennen. Wenn man es weiterführen will, kann man das Ganze auf E-Mail vertraulich machen. Damit kann man jetzt auch Leute erreichen, die man nicht kennt, die allerdings dann im Web of Trust sind, also die veröffentlicht haben, das ist meine anonyme E-Mail-Adresse. Sieht dann ungefähr so aus, und da ist überall öffentlich bekannt, dass die mir geschrieben haben. Deswegen sind die jetzt auch nicht irgendwie gestürzt. Ihr seht auch, das ist relativ einfach, das Interface. Es ist so Stil 90er Jahre, und so sieht auch vieles in Freenet aus, einfach weil wir nicht so viele Webdesigner haben. Und Leute lieber dann sich um die komplexen Probleme kümmern, als um die Nutzeroberfläche. Was etwas ist, das wir ändern müssen, wenn man noch mehr normale Nutzer kriegen will, was aber halt der aktuelle Stand ist. Dazu gibt es Versionsverwaltung über Freenet, wo man im Endeffekt seine Daten hochlädt und anderes wieder runterladen können, und es dann noch zusätzlich Web of Trust Integration gibt, dass man halt sagen kann, ich will im Endeffekt automatisch eine Freemail an den schicken, der das veröffentlicht hat, und der kriegt die Information, kann dann von mir pullen, und so könnten wir komplett anonym Freenet entwickeln, wenn ich die anderen Artikel dazu kriegen würde, es mir jetzt machen. Das ist nämlich natürlich umständlicher als das, was aktuell verwendet wird. Also aktuell läuft die Entwicklung über GitHub, was so viel heißt, ist es fast alles öffentlich, und immer wieder kommen Patches über die anonymen Foren. Aber es ist halt für jemanden, der anonym ist, nicht so praktisch mitzumachen, wie für die ganzen Leute, die nicht an dem Fall entwickeln. Gibt es für Mercurial, und es gibt es auch für Git. Ich kenne allerdings nur das für Mercurial. Also einfach, weil das ist, was ich dann eher verwende. So, Microblogging, hatte ich gesagt, gibt es. Sieht aus, Mix aus Twitter, Facebook, funktioniert relativ gut. Skaliert noch nicht vollständig, aber dazu hat der Entwickler schon Pläne dafür, wie er es kriegt. Ist es einfach nur Arbeit, die Bugs umzusetzen. Funktioniert allerdings in der aktuellen Anzahl der Nutzer, so 1000 bis 3000 Leute, die ein Web of Trust haben, vermutlich 100 bis 300 Leute, die mit dem System arbeiten, funktioniert sehr gut.
Also auch mit solchen Sachen, man veröffentlicht was und nach 30 Minuten kommt eine Antwort. Was man vorher nicht wusste, ob wir das hinkriegen würden, so kurze Zeit. Über den Schutz gegen Spam habe ich jetzt schon relativ viel geredet. Das Einzige, was dieses gleiche Neues bringt, wenn man seine Identität anlegen will, löst man Captchas. Die Captchas sind im Endeffekt was, das von anderen Leuten, die in Freenet ihre Identität veröffentlicht haben, mitveröffentlicht wird. Und in den Captchas steht drin, wo man seine Identität reinschreiben muss, wo der andere dann guckt, okay, jemand hat mein Captcha gelöst. Deswegen weiß ich, in dem Schlüssel steht im Endeffekt seine Identität drin. Und es ist ein Mensch, der seine Identität da reingestellt hat. Dann guckt er sich an, okay, jemand hat das Captcha gelöst. Erstmal kriegt er dann Trust 0, was so viel heißt, wie diese eine Person sieht diese ID. Kann dann gucken, was postet er sinnvolles Zeug oder postet er Müll. Wenn er sinnvolles Zeug postet, kann er das Vertrauen erhöhen über 0. Und dann wird es weitergegeben an die anderen Leute, die demjenigen, der das Captcha ausgegeben hat, auch vertrauen. Das heißt, es ist sozusagen ein Zwei-Schritt-System. Wenn man Captchas löst, kann man pro Captcha von einer Person gesehen werden. Und wenn die Leute dann sehen, man schreibt was Sinnvolles, dann wird man von mehr Leuten gesehen. Entsprechend ist es relativ teuer, eine neue Identität anzulegen, also es ist Arbeit. Und das Verrückte ist, wir haben in Freenet fast keine Trolle. Also so einfach mal jemanden beschimpfen oder so, würde halt relativ schnell dafür sorgen, dass Leute sagen, hör damit auf, sonst sehen wir dich als Spammer an. Und dann wird auch aufgehört zu trollen. Also ich habe es in 2 Jahren einmal erlebt, dass es jemand gemacht hat. Und der war halt nach einer Woche dann verschwunden. Und verschwunden heißt halt, es haben viele Leute gesehen, du versuchst es hier nur zu stören, die Kommunikation kaputt zu machen. Spammer, 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 und dann war er unsichtbar und es hat ihn wieder mitgesehen. Ich bin mir sicher, er hat sich eine neue Identität angelegt, aber er hat nicht mehr getrollt. Also im Endeffekt ist das, was tut man mit Trollen? Man ignoriert sie und das ist dann, wir ignorieren sie zusammen. Es muss nicht mehr jeder den Beitrag lesen. Man kann allerdings immer überprüfen, warum jemand nicht gesehen wird. Man kann gucken, warum hat er jetzt negatives Vertrauen, also wird nicht gesehen. Sieht dann, der und der und der hat ein negatives Vertrauen gegeben, offene Kommentar dazu. Und kann dann auch sehen, da hat jemand versucht, jemanden zu zensieren. Dem vertraue ich jetzt nicht mehr. Also wenn zum Beispiel jemand sinnvolle Dinge schreibt und plötzlich weg ist, guckt man einfach nach, warum ist der weg? Sieht dann, der andere mag den nicht. Und dann fliegt der andere raus. Oder man setzt einfach das Vertrauen vom anderen auf 0, dann ignoriert man, was der von anderen Leuten denkt. Sieht aber immer noch die Nachrichten. So. So sieht es dann aus. Also das ist die Liste von meinen Identitäten. Hier unten sieht man, es sind eigentlich 11, aber ich zeige nur die öffentlich ist, weil die anderen sind nicht öffentlich. Normalerweise, wenn man sich eine neue Identität anlegt, hat man zufällig erstellten Namen. Das heißt, die Namen werden im Endeffekt aus Wissenschaftlernamen der letzten 1000 Jahre generiert. Gerechnet sollte es 1 Million Kombinationen geben. Also ich weiß es, weil ich habe es geschrieben. Weil das Problem war, Leute sind hingegangen und haben gesagt, ich nehme jetzt meinen Nickname aus dem Forum. Nein. Du bist toll anonym. Und ja, deswegen brauchen wir etwas, dass Leute nicht auf so dumme Ideen kommen, wie diesen Nickname nehmen. Deswegen wird automatisch ein Zufallsname erstellt, den man dann ersetzen kann, wenn man es wirklich will. Außerdem klingen die Diskussionen viel interessanter, wenn Wissenschaftler sich unterhalten. Also aktuell im Web of Trust haben wir ungefähr 10.000 Leute. Also 10.000 Identitäten, was ich denke, was ungefähr 3.000 bis 4.000 Leute wirklich sind, weil doch einige dann 2 oder mehr Identitäten anlegen. Bei mir sind es jetzt 11, allerdings benutze ich von denen real nur 3. Ich habe eine öffentliche, das ist die ANBAP. Dann habe ich eine, die ich Freunden sage, und ich habe eine, die ich niemandem sage. Die ich Freunden sage, da kann ich mal sagen, mache ich irgendwas, das ist dann halt, will ich jetzt nicht unbedingt, dass ein Arbeitgeber das sieht oder so. Die ich niemandem sage, da sage ich, die kann ich verwenden, wenn ich irgendwann mal was veröffentlichen will, wo ich wirklich nicht gefunden werde. Realität ist aber die wirklich anonymes verwenden sind, natürlich nicht. Weil ich habe irgendwie selten die Notwendigkeit, irgendwas zu schreiben, was niemand sehen soll. Also im Endeffekt, ich kommuniziere mit den Leuten öffentlich, dann verweise ich mal auf eine Webseite und sowas. Dafür ist es auch gut geeignet, man findet gute Diskussionen, aber das Anonyme verwende ich, würde ich sagen, ungefähr 10% der Zeit wirklich. Was auch gut ist, weil wir brauchen ganz viele nicht anonyme Leute, die da reden, damit man eine Schnittstelle hat zwischen Leuten, die anonym sind und die nicht anonym sind. Sodass die Informationen, die im Freenet von anonymen Leuten geliefert werden, auch wieder ins normale Internet getragen werden können. Weil wenn wir nur anonyme Leute drin haben und dann kommt jemand und sagt im Forum, hey, ich habe übrigens gehört, und das ist nur in Freenet gewesen, die Information, dann kann man sagen, du gehörst zu den Leuten, die Informationen gelesen haben. Jetzt gucken wir mal, wie wir die Anzahl der Identitäten einschränken können und irgendwann hat man ihn.
Und wenn es genug nicht anonyme Leute gibt, die Sachen von Anonymen auch lesen und denen diskutieren, ist das viel, viel schwerer bitte. Dieser Forum gibt es auch, sehen so aus, haben eine eigene Implementierung von Web of Trust. Ich glaube, der Hauptgrund, warum sie eine eigene haben, ist, dass das Web of Trust nicht gut funktionierte und dann hat der Entwickler gesagt, ich schreibe mir jetzt C++, dann ist es viel schneller. Ergebnis ist, es ist ein bisschen schneller, also das Web-Interface reagiert schneller, aber das Web of Trust, das dahinter läuft, reagiert auch nicht unbedingt viel schneller, weil dann doch am Ende die Algorithmen ausschlaggebend waren. Aber es hat sein eigenes Web of Trust mit ein bisschen anderen Prinzipien. Also da läuft es eher so, man vertraut dann einem Moderator. Und der Moderator hat eine Liste von Identitäten, aber es wird nicht weitergegeben, dass wem diese Identitäten vertrauen, dass die wieder vertrauenswürdig sind. Funktioniert auch. Die Diskussion, also das hier sind jetzt die Standardboards, die es gibt. Das ist auch das Bild, das auf der Freenet-Hauptseite drauf ist, weil ich mir dachte, ich mache jetzt keinen Snapshot von den Foren, die ich lese. Sondern ich nehme einfach das, was wir öffentlich haben. So. Und was man noch machen kann, man kann sagen, meine Website wurde von Spambots überflutet. Jetzt haben wir in Freenet ein System, das Spam verhindert, dann binden wir das doch einfach ein. Das mache ich auf meiner Website, weil ich seit 2 Jahren Kommentare deaktiviert hatte, weil ich im Spam nicht mehr Herr geworden bin. Jetzt, wenn jemand, der auf die Seite kommt, Freenet am Laufen hat und so, also das Microblogging, dann sieht er Kommentare. Wenn er es nicht hat, dann sieht er, wenn du Freenet am Laufen hättest, würdest du hier Kommentare sehen und könntest kommentieren. Was für mich viel praktischer ist, weil so habe ich endlich wieder Kommentare, wenn auch nur von einem eingeschränkten Personenkreis. Die Links unten drunter sind, wo man sich selbst daran gucken kann, wie es tut und selbst auf eine Seite installieren. So, wenn ihr selbst damit arbeiten wollt, normalerweise wird es in Java geschrieben. Freenet selbst ist in Java geschrieben worden und wird auch weiter in Java entwickelt. Und wenn man Plugins schreibt, ist es am einfachsten, sie auch in Java zu schreiben, weil man sie dann ins Webinterface direkt einbinden kann. Es gibt allerdings ein Freenet Client-Protokoll, damit können Programme einfach mit Freenet interagieren. Das heißt, man kann Freenet dann sozusagen die Datei hochladen, die Datei runterladen, informiere mich, wenn da eine Seite aktualisiert wurde oder so, und sich sozusagen ein externes Programm schreiben. Gibt es für Python, gibt es für Perl, Ruby und Ada. Wobei ich Perl, Ruby und Ada selbst nicht getestet habe. Ich weiß, es gibt Leute, die zumindest die Perl-Bindings nutzen, aber müsst ihr selbst ausprobieren, ob sie wirklich funktionieren. Die Python-Bindings warte ich selbst mit, da weiß ich zumindest, sie sind gegengelesen, der Code ist nicht immer das Schönste, was mit daran liegt, dass Teile dieses Codes vor 8 Jahren geschrieben wurden und immer noch benutzt werden und immer noch funktionieren. Aber es funktioniert und ist praktisch zu verwenden auch. Also gerade das Webseiten damit hochladen ist was. Ist es für mich praktischer, als meiner Seite im normalen Netz zu warten, weil ich sage einfach nur noch, ich ändere sie, sage, lade hoch, was sich geändert hat und es funktioniert. Das war's. Gibt es irgendwas, das euch fehlt? Also wenn ihr euch anguckt, wie ihr so das Internet verwendet, was fehlt euch? Ja. Ich würde davon ausgehen, dass die Bandbreite auch aber für Videoanwendungen in der Streuung nicht ausreicht. Für Videoanwendungen live gucken reicht nicht. Also es ist schon, also im Endeffekt, du kannst 150 Megabyte pro Tag runterladen. Das heißt, also ich kann 150 Megabyte pro Tag runterladen auf eine 100 Kilobyte pro Sekunde Leitung. Andere Leute kommen dann wahrscheinlich auf 300-400 Megabyte. Hochladen kannst du 150, runterladen etwa 1 Gigabyte kriege ich hin. Hochladen ist langsamer, weil es da auf mehr Rechner verteilt wird und weil man halt nicht nur die Hälfte der Teil braucht, sondern jetzt die komplett hoch. Ja? Der ganze mobile Teil des Internets. Der fehlt. Vollkommen. Es läuft noch nicht auf Handys. Das hoffen wir auch irgendwann ändern zu können, aber aktuell ist es so, wenn man es auf dem Handy haben will, dann hat man einen Heimserver und macht eine SSH-Weiterleitung aufs Handy. Ja, wenn das Handy SSH-Weiterleitung an der Stelle kann. Das können doch alle. Nee. Man sollte SSH-Weiterleitung auf dem Handy haben, aber natürlich ist es nicht immer so einfach. Es ist eine von den vielen Sachen, eigentlich sollten wir es einfach so machen. Ideal wäre es, wenn Freenet auf dem Handy laufen würde, aber dafür ist es zurzeit noch zu ressourcenintensiv. Also ich möchte es nicht auf dem Handy laufen haben und dann irgendwie nach 2 Monaten eine tote SD-Karte. Früher war es so, dass es richtig übel für Festplatten war. Also ich habe 3 externe Festplatten an Freenet verloren und ich bin mir sicher, es war Freenet, es sind nämlich immer nur gestorben, auf denen Freenet lag. Inzwischen ist es weniger, weil dann irgendwann auch der damalige Hauptentwickler realisiert hat,
Also es ist irgendwie doof, wenn es so viel I.O. frisst, dass die Prozessorleistung vollkommen irrelevant ist. Dann wurden Optimierungen reingemacht und inzwischen würde ich sagen, dass es keine Festplatten mehr frisst. Aber ich lasse es trotzdem immer noch auf einer RAM-Disk laufen. Also ich habe mir in den Heimserver 8 GB RAM gehängt und 4 GB davon sind einfach eine RAM-Disk gefühlt. Da kannst du dein ganzes Zeug rausschreiben und ich bin mir sicher, dass die SSD-Karte da drin nicht von Fingern geschrottet wird. Ist das nicht der ultimative SSD-Killer im Endeffekt? In der Version von vor 2 Jahren definitiv. Okay. Inzwischen bin ich mir nicht sicher. Also andere Leute verwenden es auf SSDs und denen sind ihre Platten noch nicht gestorben. Ich bin nur paranoid, weil ich halt schon mehrere verloren habe. Und okay. Wenn ich schon mal die RAM-Disk am Laufen habe und mir den Heimserver so aufgesetzt habe, dann mache ich es einfach so weiter. Also, und jetzt gerade wird auch dieser Layer, der wirklich übel für die Platten war, der wurde jetzt gerade umgeschrieben, wird aber erst in, vermutlich Ende der Woche oder in der nächsten Woche veröffentlicht und wird dann Bugs haben. Also da wurde im Endeffekt das gesamte, wie die einzelnen Dateifragmente mal runter und hochlädt, wie die verwaltet werden, wurde umgeschrieben. Es sind schon irgendwie jetzt 20 Test-Releases draußen und es gibt immer noch Bugs, die gelöst werden müssen. Und deswegen, da wird es wahrscheinlich einige Bugs geben, aber es sollte deutlich weniger Last verursachen. Wir haben nämlich mal vor 6 Jahren, glaube ich, einen Fehler gemacht. Das war zu sagen, okay, wir müssen hier viel verwalten, nehmen wir einfach eine Objektdatenbank. Wir können einfach alles in die Datenbank schmeißen und die macht das für uns. Ja, die Datenbank hat dann insgesamt in Erwartung viel mehr Zeit gebraucht, als wenn man es selbst geschrieben hätte. Weil einfach immer irgendwelche Bugs auftauchten, dann kamen Nutzer und sagten, ja, meine Uploads sind auch korrumpiert, alles weg, mein Finger funktioniert nicht mehr, was ist los? Es war immer die Datenbank, die kaputt war. Bis dann irgendwann die Erkenntnis durchgedrungen ist, Datenbanken sind für Leute, die Backups haben und denen nicht der Strom ausfällt. Also nicht für Normalnutzer. Also normale Anwender haben einfach Stromausfälle, denen stürzt mal der Rechner ab. Manche lassen es auf Windows laufen, dann stürzt der Rechner auch mal häufiger ab. Datenbank untauglich. Wir haben noch andere Datenbanken gesucht und haben einfach nichts gefunden, das wirklich tauglich ist, um es normalen Nutzern zu geben. Und gleichzeitig war die API-Schnittstelle der Datenbank, was das viel gekostet hat. Es hat aber dann 5 Jahre gedauert, bis wir hingegangen sind und gesagt haben, die Entscheidung war scheiße, wir ändern das. Und jetzt wurde sie komplett rausgerissen. Zum mobilen Teil, es gibt eine Freenet-App. Sie funktioniert noch nicht, kann hier irgendjemand Android entwickeln. Also falls ihr mal Lust haben solltet, es gibt eine, der letzte Test war blöderweise, es wurde im Google Summer of Code Projekt entwickelt und das letzte war dann, scheiße, sie stürzt ab. Und der Google Summer of Code Student ist fertig und nicht mehr da. Das heißt, da brauchen wir Leute, die sich drum kümmern. Auch wenn ihr irgendwie mal Freenet aufsetzt und merkt, irgendwas stört euch. Es liegt daran, dass Leute sich um sehr schwere Probleme kümmern und dann kleine Sachen häufig mal vergessen werden oder alle Leute, die es schon sagen, nutzen, sagen, ja, ich weiß ja, wie es geht. Und dann einen Workaround nutzen. Das heißt, gerade so kleine Sachen, die nicht viel Arbeit sind, die auch mal nur 3-4 Stunden dauern, die können echt viel bringen und auch vielen Leuten da was helfen. Also, falls ihr mal Lust haben solltet, dann einfach reinkommen. Wir hängen im IRC. Wir benutzen zurzeit immer noch GitHub zum Koordinieren. Und wird wahrscheinlich auch noch länger sein, wenn ich die anderen Entwickler kenne. Es ist einfach praktischer. Kommen wir noch zu einer großen Frage, die ich glaube ich jetzt selber schon beantwortet habe. Warum ist eigentlich Freenet nicht so groß wie Tor? Weil für die ganzen Anwendungen, für die Tor verwendet wird, ist es geeignet, bis auf, um auf Webseiten im Internet zuzugreifen. Ein Punkt ist, es ist nicht nur, dass Leute sagen, hey, wir müssen eigentlich nur auf Webseiten zugreifen, weil es gibt immer mehr Hidden Services, dafür wäre Freenet eigentlich viel besser geeignet. Sondern wir hatten auch lange Zeit viel zu wenig Fokus. Das heißt, es wurde halt an allen möglichen Ecken und Enden gearbeitet, aber nie war es wirklich fertig poliert. Also nie gesagt, und jetzt wollen wir jetzt, dass der Nutzer reingeht, geht in Freenet und sieht, was er tun kann, und das funktioniert alles. Sondern wenn ihr es verwendet, ihr werdet immer mal wieder über Sachen stolpern, die unschön sind, wo man merkt, ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht warum weiter, irgendwas tut nicht. Versuchen wir zu ändern. Es ist oft nicht so viel Arbeit, aber es muss jemand tun und es gibt immer nur begrenzte Entwicklerzeiten leider, wie überall. Und dann der andere Punkt ist, wir hatten halt über die letzten 10 Jahre so 1 bis 2 Teilzeitentwickler und Tor hat 20 Vollzeitentwickler. Also weiß ich aus erster Hand, ich habe letztes Jahr mit einem Tor-Entwickler geredet, der auch geschrieben hat, wie das Vertrag funktioniert und so. Und das ist halt was anderes, wenn man 20 Leute hat, dann kann man halt auch einen Browser machen, der alles integriert und es dann leicht zu verwenden macht. Bei uns ist es noch nicht ganz so weit. Das andere ist, Tor ist ein Militärprojekt.
Mit Freenet ist es nicht möglich, Rechner in anderen Ländern anzugreifen, also ist das Militär logischerweise nicht interessiert. Also das Geld können wir uns abschminken. Wir versuchen zurzeit mehr Geld zu kriegen, wissen aber noch nicht, ob es klappen wird. Also die Idee ist zu sagen, wir schauen, dass wir es für Journalisten optimieren und gucken, ob wir es von irgendwelchen EU-Projekten oder von irgendwelchen Reportern ohne Grenzen oder so, von denen Finanzierung kriegen können. Aber das ist zurzeit in dem, wenn es klappt, ist es gut. Wir haben es vorbereitet und jetzt mal gucken, dass wir es rausschicken und starten. Zum technischen Teil. Das, was für euch dann vermutlich auch noch das Interessantere ist, es sei denn, ihr wisst es schon. Wer von euch kennt noch nicht, also sagen wir es anders, wer von euch weiß schon, wie Routing in Freenet funktioniert? Okay, dann kann ich erklären. Erstmal, was Freenet insgesamt kann, viel davon habe ich schon gesagt. Dateien sind verteilt, man hat anonyme Pseudonyme, die man wiederverwenden kann. Und je nachdem, wie viele Leute darauf zugreifen, sind Dateien verfügbar oder verschwinden halt irgendwann. Das Routing dagegen habe ich noch nicht so viel davon erzählt. Der Routing-Layer von Freenet verwendet ein Small-Work-Netzwerk drunter. Es ist ähnlich, wie man es in der wirklichen Welt hat. Es gibt da das bekannte Experiment mit Briefe verschicken. Ich sage, ich will gerne den Brief an eine Adresse in New York schicken und darf ihn aber nur an Leute schicken, die ich persönlich kenne. Das Interessante dabei, natürlich schickt man es erst zu jemandem, der da nahe wohnt. Das ist dann meistens erstmal ein weitlaufender Brief und dann schickt der es dann weiter an jemanden, der ein bisschen näher an der Adresse wohnt. Und durch die Struktur, wie menschliche Interaktion funktioniert, dass man meistens viele Leute kennt, die einem ähnlich sind und einige wenige Leute kennt, die weiter weg wohnen oder die andere Interessen haben, dadurch funktioniert es effizient. Also allein dadurch, dass man sozusagen einige weite Verbindungen hat und viele kurze. Das verwendet auch Freenet so. Allerdings halt nicht mit einer Adresse in New York, sondern mit einem zirkulären Keyspace. Wir haben jeder Datei, jedem Stückchen von der Datei im Endeffekt und jedem Knoten wird über eine Hash-Funktion explizit ein Wert zwischen 0 und 1 zugewiesen. Und auf den kann man sich dann mit anderen wiederum verbinden. Das heißt, es wird dann einfach gesagt, ich gucke, welche Datei will ich haben, wen kenne ich, der möglichst nah an dieser Datei ist. Kontaktiere erstmal den, sage ihm, was ich will, der sucht weiter. Im Endeffekt einfach Greedy Routing auf den Verbindungen. Wenn dann der was gefunden hat, wird es über die Verbindungen zurückgeliefert und es wird auch sichergestellt, dass eine Mindestanzahl von Schritten erstmal gegangen wird, um zu gucken, dass man nicht weiß, dass auch die Leute, die teilnehmen, nicht wissen, wer eigentlich jetzt irgendwas angefragt hat. Und natürlich zwischendrin verschlüsselt und so weiter. Aber ich glaube, es ist logisch, dass es so ist. Frage? Okay. Was es sonst noch gibt für Programme, man kann sagen, ich möchte Informationen haben, wenn ein Schlüssel aktualisiert wird, also wenn eine Webseite aktualisiert wird und es geht zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten. Das heißt, wenn man etwas hoch und ich kriege eine Information, je nachdem wie hochgeladen wurde, in 30 Sekunden oder halt nach einer halben Stunde. Und ich glaube, den Rest hatten wir schon. Das Small World Routing selbst, das ist, was ich erklärt hatte. Man hat seinen zirkulären Keyspace von 0 bis 1. Wenn ich jetzt die Datei, hier den Stern, suche, habe ich meine verschiedenen Kontakte. Ich nehme erst den Kontakt, der am nächsten an der Datei dran ist, den ich kenne. Und dann springe ich mit immer kleineren Schritten zur Datei hin. Dazu kommen wir gleich. Praktische Anwendung davon. Ich habe einen kleinen Simulator dafür geschrieben, extra für den Vortrag jetzt. Der Routing macht entweder über kleine Welt. Das heißt, ich habe eine Struktur, bei der man viele kurze Verbindungen hat und wenige lange. Oder über eine zufällige Verbindung. Ich suche mir einfach 20 Leute zufällig raus im Netz und verbinde mich mit ihnen. Wenn ich jetzt versuche, einen Schlüssel zu kriegen, sieht das kleine Weltnetzwerk so aus. Im Endeffekt, ich habe einen Sprung und dann einige kleinere Schritte. Also jede Farbe wird hier doppelt verwendet. Braucht normal bis 5 Schritte, bis es am Ziel ist, bei einem Netzwerk von 1000 Knoten. Wenn ich es in einem zufälligen Netzwerk mache, ihr seht, wie die Pfade laufen. Das springt hin und her und hüpft immer näher an. Braucht ungefähr 100 Schritte, um das Ziel zu erreichen. Jetzt die Frage, wie kriege ich so ein kleines Weltnetzwerk hin? Im OpenNet geht es einfach, indem ich sage, ich will einmal wenige lange Verbindungen und viele kurze. Und der zweite Trick ist, dass man sagt, wer gibt mir gute Ergebnisse? Ich schaue einfach nach, ich hatte hier eine Anfrage geschickt, wer gibt dazu was zurück? Und mit dem verbinde ich mich dann. Das heißt, den frage ich dann, hey, hast du noch Platz? Können wir uns verbinden und so werden die Pfade, die man zum Ziel gebraucht hat, immer wieder abgekürzt.
heißt auch dann Path Folding. Also die Pfade falten, um die Entfernung, um im Endeffekt das Netzwerk so zu optimieren, dass es zum kleinen Weltnetzwerk wird. Im Darknet ist es ganz ein bisschen schwieriger, weil da können wir uns nicht einfach mit irgendwelchen Leuten verbinden. Also Darknet ist, wir verbinden uns nur zu Freunden. Es gibt auch einen Bootloader, mal OpenNet und dann eine Darknet-Verbindung, also ein paar Freund-zu-Freund-Verbindungen. Aber man kann auch auf den reinen Darknet-Modus. Und erfahrungswert funktioniert. Ich mache das dann und dann mal, dass ich sage, ich deaktiviere jetzt das OpenNet, ich will wissen, ob unser Darknet tut. Es ist Faktor 10 langsamer, aber es funktioniert. Und dann geht es halt wirklich nur noch über Freundesverbindungen. Wir können aber keine neuen Verbindungen aufbauen. Und was es dann macht, ist, dass es versucht zu rekonstruieren, wie, wenn dieses Netz ein kleines Weltnetzwerk wäre, wie dann die Zahlen von 0 bis 1 verteilt sein müssten, damit das Routing funktioniert. Und was im Endeffekt dann die einzelnen Knoten, also Knoten ist ein Rechner auf dem Freenet läuft, was die einzelnen Knoten dann machen, ist, dass sie Swap-Requests schicken und dann mit einem anderen Knoten die Nummer tauschen, wenn sie sehen, die Nummer würde mir besser passen als dem anderen. Und der andere prüft dann, ob es auf der anderen Seite genauso ist. Und so wird Stück für Stück das Netzwerk rekonstruiert. Mathematisch sollte es funktionieren. Wir haben aber bisher, wenn wir uns die Größe vom Darknet angucken, etwa 100 Leute, die wirklich dann Darknet-Verbindungen aufgebaut haben, weil die meisten Leute, die im Freenet gehen, sagen, wie, ich brauche Freundesverbindungen, ich habe keine Freunde. Ja, das habe ich schon häufiger gehört. Und häufiger heißt ungefähr 5 bis 10 Mal von Leuten, die dann gesagt haben, ich habe keine Freunde, mit wem soll ich mich verbinden? Und jedem dann gesagt hat, dann kannst du nicht den sicheren Modus aktivieren, wenn du keine Freunde hast. Und entsprechend gibt es halt ungefähr 100 Leute, ist nur eine Schätzung, die Darknet aktiviert haben, also die Darknet-Kontakte haben. Weil wir da nur die sehen, die mit meinen Knoten über Darknet verbunden, also indirekt über Darknet verbunden sind. Es kann gut sein, dass irgendwelche anderen Leute was haben, die aber keine Verbindung zu einem von den Leuten haben, mit dem ich verbunden bin. Und dann haben wir sozusagen eine Darknet-Tasche, die von außen einfach nicht sichtbar ist. So, das hatten wir. In der Simulation sieht ein Small-World-Netzwerk so aus, ein Random so. Um jetzt das Ganze ein bisschen weniger kryptisch zu machen, wir sehen auf der Y-Achse die Anzahl der Links, die mindestens die Länge haben, die unten aufgetragen ist. Unten haben wir Linklänge von 1 durch 1 Million über 1 durch 1000 bis 0,5. Das ist die Entfernung zwischen zwei Knoten, die sich da verbunden haben. Das heißt, wenn ich einen Knoten habe, der auf 0,3 liegt und ich bin auf einem Knoten mit 0,2, habe ich eine Verbindung mit Distanz 0,1 und es würde dann gezählt als eine Verbindung hier. Es würde also hier im Endeffekt einen Pixel hochgehen. Small World heißt so viel wie, es gibt ungefähr ähnlich viele kurze Verbindungen, mittellang wie lang. Mathematisch gesehen, je nachdem welche Definition man verwendet, unterschiedliche Anteile. Und zufälliges Netzwerk ist halt aber mal größtenteils lange Verbindungen und sehr wenige kurze. So sehen die Simulationen aus, in denen das Routing funktioniert und so sieht die Linklänge im Freenet wirklich aus. Das ist, wie ein zufälliges aussehen würde mit der Anzahl von Knoten, die wir haben. Das Grüne ist, wie ein ideales Netzwerk aussehen würde, weil wir wirklich perfekte Small World Struktur hätten. Und das Rote ist, was wir messen. Gemessen wird es, indem Leute zurückliefern, wie lang ihre Verbindungen sind. Da gibt es extra Probes, mit denen man im Netzwerk dann anfragen kann und randomisiert Antworten kriegt und dann als Statistik darüber erstellen kann, wie gut eigentlich das Netzwerk funktioniert. Und mit der Struktur sieht man auch schon für eine Simulation, ja, damit funktioniert Routing. Was wir vorhin hatten, also was wir bis vor 2 Monaten noch hatten, sah ungefähr so aus. Wir haben dann irgendwann mal nachgerechnet und gemerkt, dass ungefähr 15% der Verbindungen, die Leute hatten, echte Small-World-Verbindungen waren und die anderen waren alle zufällig. Es hat uns dann auch nicht mehr gewundert, dass irgendwie, wenn man irgendwas gesucht hat, anfangs in den ersten paar Schritten viel gefunden wurde, weil halt zufällig in die richtige Richtung gesprungen wurde und dann konnte es über 10, 20 Schritte gehen und Dinge haben halt auch einfach nicht funktioniert, bis man halt zufällig an die richtige Stelle so sich angenähert hat. Inzwischen sehen wir jetzt, wenn man in den Teil geht, bei dem nicht zu viele Verbindungen schief gehen, da haben wir jetzt 5, 6, 7 Schritte, bis man an die Datei rankommt, die man haben wollte. Statt den vorher so 15. So, noch ein paar Notizen, das hatte ich schon gesagt. Upload sind 150 MB pro Tag, Download etwa 1 GB auf meinem Rechner. Mein Rechner ist jetzt nicht so super schnell, aber das ist halt die DSL-Verbindung, die man hier kriegt. Und es zählt nur das Niedrigere an Upload und Download.
weil man im Endeffekt immer von anderen Leuten runterlädt, die auch nur einen begrenzten Upload haben und die einem nur so viel Bandbreite geben, wie man selbst zur Verfügung stellt. Also wenn ich mehr runterladen will, dann muss ich auch mehr Upload bieten. Was ich hier jetzt nicht gesagt habe, sind Optimierungen, wie dass man zum Beispiel, wenn man über jemanden sich was sucht, guckt auch, welche anderen Leute kennt der, dass da Austausch stattfindet und so, und dass zwischendrin sehr stark gecached wird. Ich versuche an eine Datei ranzukommen, die läuft da zurück und alle auf dem Weg, den die Datei geliefert wurde, speichern sie zwischen. Und wenn der Nächste fragt, wenn man annimmt, dass das Routing funktioniert, wird er schon nach zwei Schritten einfach auf eine gecachte Datei stoßen und nie zu dem kommen, wo sie wirklich gespeichert wurde. So. Technisch, es verwendet eine Small-Word-Struktur. Das, was wir messen, entspricht auch dem, was simuliert wurde. Und skaliert. Also wenn das Simulierte skaliert, das Simulierte kann ich bis auf 1 Million Knoten hochskalieren, dann skaliert auch das Netz. Insofern, wie das Simulierte repräsentativ für das Netz ist, weil das Simulierte doch noch viele Optimierungen rauslässt. Damit ist das soweit fertig. Kurze Zusammenfassung noch. FreeNet funktioniert über einen dezentralen Datenstore, indem man Pseudonyme anlegen kann, die dann auch andere wieder kennen. Es gibt inzwischen viele Programme, gab es früher nicht, als es gestartet wurde, und es skaliert. Und falls ihr was zum Fundraising wissen wollt, das wir zurzeit versuchen, dann kann ich das nachher noch sagen. Grundlegend war das der Teil, der ich dachte, dass für euch am interessantesten sein könnte. Hinten dran gibt es noch, wie kann man noch was dazu beitragen, und es gibt noch, wie gesagt, was zum Fundraising.